Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir fahren heute Gerasse auf Maisstoppeln. Hier war Körnermais im Herbst. Und jetzt kommen hier Sonderkulturen her. 7 verschiedene Kulturen. Leindotter, Öllein. Sind nicht verwandt miteinander übrigens, wird oft verwechselt. Iberischer Drachenkopf, Blaumohn. Wir haben Senf, also brauner Senf. Dann, jetzt muss ich selber noch ein bisschen überlegen, Schwarzkümmel, Hanf und Färberdistel. Müssten 7 gewesen sein. Alles zur Ölgewinnung, also wir machen daraus Speiseöle, die wirklich hervorragend schmecken, die auch ihr übrigens bei uns im Shop kaufen könnt. Und ja, das sind alles so ein bisschen empfindliche, sensible Keimer, da brauchen wirklich ein vernünftiges Saatbett. Und ich bin ja normalerweise relativ viel inzwischen im Bereich Direktsaat und Striptill unterwegs, Minimalbodenbearbeitung. Aber bei diesen Kulturen bin ich selber noch in der Findungsphase, muss gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und deshalb gibt es die bei mir in einem herkömmlichen Verfahren noch. Deshalb mal wieder unser Fass mit Scheibenecke. Ja, wir haben hier ein Fendt 39. Hinten dran ist ein Wenhus Premium Integral 20 Kubik Fass. Und dahinter ist eine 6 Meter Scheibenecke. Wir bringen hier 20 Kubik auf dem Hektar aus, konstant. Ist sozusagen ein bisschen Grunddüngung für die Sonderkulturen. Da wird ergänzend ja noch mal ein bisschen Stickstoff gegeben, je nach einzelner Kultur. Aber ihr seht selber, 39 hat gut zu tun, hier so einen kleinen Hang hier hochzufahren. 7 bis 8 km/h, runter geht es natürlich schneller. Aber warum geht das so schwer? Zum einen, weil die natürlich die Pumpe allein schon über 100 PS uns wegnimmt. Ja, wir haben hier eine sehr, sehr hohe Ausbringleistung, was die Pumpe bereitstellt. Wir fahren zwar nur mit 540er Zapfwelle, aber trotzdem nimmt die deutlich eine Menge an Kraft uns weg. Dann haben wir natürlich leicht feuchte Bedingungen, also jetzt nicht so krass, aber wir haben auch einen kleinen Bulldozing-Effekt. Das heißt, die Räder laufen immer ein bisschen gegen eine Welle gegen. Und ja, das ganze Fass ziehen wir halt auch noch. Wir haben aktuell ja voll, wir haben hier immer noch 17 Kubik hier drin, so einen kleinen Hang hier hoch. All das führt dazu, dass der Trecker da auch ein bisschen zu tun hat. Aber oftmals empfindet man das ja auch tatsächlich bei diesen Vario-Traktoren, dass man das Gefühl hat, die quälen sich etwas öfter, weil die immer ja relativ stark Drehzahl reduziert fahren. Ansonsten performt er ganz gut. Wir machen ja 20 Kubik hier auf dem Hektar, fahren mit 2 Zubringern. Wir fahren ungefähr 10 Kilometer und ja, wir haben halt ein bisschen Zeit, oder die Jungs haben halt ein bisschen Zeit entsprechend, bis das Fass leer ist und bis wir wieder nachpumpen müssen. Bei 20 Kubik müssen wir halt 1 Hektar machen, bis wir wieder auffüllen müssen. Und gerade jetzt haben wir hier so zum Beispiel so einen kleinen Keil, ja, da müssen wir immer ein bisschen öfter wenden. Vorgewendete Linie habe ich mir so eingestellt, dass das 4-mal entspricht. Das ist auf 24 Meter, die hellblaue Linie. Dann habe ich mir das so eingestellt, dass wenn ich die Starttaste hier aktiviere, das ist die Belegung hier fürs Güllefass, diese Ein- und Aus-Taste, dann startet das Güllefass mit dem Programm, mit dem Ausbringen, Schieber öffnen, Gerät absenken und das Ganze in einer bestimmten Reihenfolge. So, entschuldigt bitte, Telefon. Genau, da waren wir stehen geblieben. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe euch gesagt, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, hier ist so ein bisschen so eine nasse Zunge. Ich habe euch gesagt, also ich habe mir es so eingestellt, der wartet 3,5 Sekunden, bis er runtergeht. Das heißt, ich drücke hier, dann kann man, weiß nicht, ich hoffe, man sieht es im Video, dann geht jetzt das Gerät runter und parallel gleichzeitig dazu kommen die Mengen raus. Ich will einfach vermeiden damit, dass ich das Gerät anmacht, die Scheibenecke runtergeht und ich fahre einfach schon 10 Meter ohne Gerasse. Das heißt, ich möchte wirklich, wenn die runtergeht, dann müssen auch Gerasse kommen. Und genauso sieht es aus. Wollen wir mal ein bisschen anheben hier, die Scheibenecke, damit wir ein bisschen besser durchkommen. Und genauso sieht es auch aus beim Anheben. Das heißt, ich drücke hier rauf, er wartet 3,5 Sekunden, das ist ungefähr das, was ich ausgerechnet habe, und dann fängt er an auszuheben. Na klar, tropft das hier noch ein bisschen nach, aber es ist nicht mehr die große Menge.
Ja, das heißt, ich weiß ganz genau, alles klar, hier ist wirklich jetzt Gäreste, hier ist gescheibt, hier sind wirklich Gäreste in entsprechenden Mengen. Das setzt natürlich voraus, entsprechend, dass ich schon mal ein bisschen früher drücke, nicht so wie eben, dass ich darüber roll, dann erst drücke und dann noch ein bisschen weiterfahren muss. Ja, wir haben ja einfach dieses Nachtropfen ist hier so ein bisschen gegeben, weil wir haben unten relativ schmale Auslauftüllen. Das hat einfach den Grund, dass wir die Gärreste sozusagen in einem schmalen Streifen packen, in der Furche von dem ersten Schar, von der ersten Scheibe, da packen wir die rein und dann packen wir eigentlich nur Erde mit dem zweiten Schar rüber. Und dadurch hat er nur so eine kleine Öffnung, dadurch läuft das auch ein bisschen länger nach natürlich. Wenn wir jetzt natürlich das Strip-Till-Gerät sehen, und wir haben beim Strip-Till-Gerät ja zwei Schläuche und die sind unten so weit offen, dann haben wir oben noch Luftzüge. Und das heißt, beim Strip-Till ist es so krass, ich kann hier auf Stopp drücken und kann es parallel anheben lassen. Und wenn die Schare eine Sekunde später aus dem Boden kommt, kommt schon nichts mehr raus. Das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, dass wir dieses Tropfen nicht haben. Ansonsten schönes Fahren, schöne Bedienung hier, stufenloses Getriebe. Ich habe hier alles soweit eingestellt, das heißt, ich drücke die Taste, drücke hier End und Go, Go und End. Und bei Go habe ich jetzt eingestellt, er soll 540er Zapfwelle und die Max-Drehzahl machen. Und die Max-Drehzahl habe ich bei 1300 Umdrehungen eingestellt. Dann habe ich 550 Umdrehungen an der Gelenkwelle und dann habe ich ausreichend Pumpleistung, damit wir ja, genug Mengen rausbringen können. Ich kann natürlich auch mit 1000er Zapfwelle fahren, dann habe ich aber zu viel Leistung in der Pumpe, zu viel Druck im System und das Ganze kostet am Ende einfach nur Kraftstoff. Sehr keilig hier das ganze Stück. Aber ist nun mal so, man hat ja nicht überall viereckige Stücken und ja, hier ist es schräg, also normalerweise legen wir hier schräg und haben dann die Seite angenommen und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Fahrgasse angenommen. So dass wir, wenn wir jetzt so fahren, kommen wir auf der anderen Seite parallel zum Weg raus. So, ich glaube, hier traue ich mich aber nicht gerade runter zu fahren. Obwohl, naja, wir haben 10 Kubik drinne. Ja, das ist ein bisschen schwierig, muss man sagen. Da habe ich letztes Jahr Dünger gestreut und habe mich fast festgefahren mit dem 8R und der Zwillingsbereifung. Genau hier unten in der Senke, von daher muss man echt vorsichtig sein. Das ist Moorboden, der trägt sowieso weniger als normaler Boden und dann, wenn er noch nass ist, ist das einfach schwierig. Und Moorboden ist ja quasi immer nass, ne? Ich muss mal gucken, was ich hiermit mache. Also ich wollte ja eigentlich Sonnenblumen-Mais hernehmen, weil Mais performt hier unten ganz gut. Da haben wir auch keine Probleme mit unserem Raupenhäcksler, dass wir das Ganze rausbekommen. Mal gucken, vielleicht drille ich auch irgendeine von den Sonderkulturen hier rein. Ich weiß nur noch nicht, welche. Senf würde wahrscheinlich gehen, weil ein Raps performt hier unten in der Senke auch ziemlich gut. Müssen wir mal gucken, wenn ich das aber nächste Woche drill. Hier zwischendurch steht noch Wasser. Ja, das heißt, der wird auch unfassbar klebrig, dieser Boden. Er ist halt schwarz, klebrig, wie Torferde aus dem Baumarkt, könnt ihr euch das vorstellen. Und dann kriegen wir auch einfach keine vernünftige Ablage. Das heißt, wir brauchen wenigstens die Oberfläche abgetrocknet. Dann müssen wir theoretisch noch nicht mal eine Bodenbearbeitung machen, weil Moorboden ist immer weich, der ist immer mürbe und den kann man auch nicht verdichten. Von daher ganz gut, aber ihr seht selber, da steht Wasser. Hier ist alles drainiert, dahinter kommt ein Graben, aber trotzdem sind hier so viele Mengen und so viel Wasser da, dass das alles nicht abfließt. Wir haben auch hier eine relativ krasse Senke. Ein bisschen teilweise ist es sogar hier unten Grundwasser, was dann von unten hochdrückt. Und wir haben... weiter hinten sind unsere Wiesen, die stehen nach wie vor auch jetzt alle unter Wasser, obwohl die alle drainiert sind. Ja, aber wir sind dann einfach in so einer Senke, dass der Pegel vom Wasser unten rum so weit hoch drückt, dass wir da entsprechend Wasser haben. Ja, Körnermais hat hier ganz gut performt. 7 Tonnen trocken haben wir hier geerntet für unsere Bedingungen hier, unsere trockenen Böden, Trockenheit, war es sehr gut. Man muss bedenken, wir haben hier einen unfassbar großen Sandberg, hier so den Hang. Hier lag der Ertrag ungefähr bei einer Tonne, hier der ganze Hang und alles Restliche hat mit 10 Tonnen performt und besser, sodass dieser eine Berg, dieser Sandberg halt entsprechend groß für den Ausfall sorgt bzw. den Durchschnitt sehr weit runterzieht. Dieser Sandberg bekommt aber auch deutlich weniger Nährstoffe. Wir machen alles teilflächenspezifisch.
deutlich weniger Saat. Da standen nur 4 Pflanzen auf dem Quadratmeter und trotzdem hat das Wasser nicht gereicht, um entsprechende Kolben zu bilden, sondern da vertrocknen die Pflanzen so weit, dass wir sonnenklein teilweise keine Kolben haben. Also ich sag mal so, diese Hänge schaffen vielleicht eine Woche ohne Wasser. Ansonsten habe ich hier noch mal eine Kamera, um das Ganze hinten anzugucken. Was man ab und zu mal hat, ist tatsächlich, dass die Rohrstabwalze sich einen Stein mit rumnimmt und dieser tatsächlich zwischen Rahmen und Rohrstabwalze klemmen bleibt. Das ist so ungefähr diese Größe von einem Faust. Hat man nicht oft, aber es gibt es und dann schiebt man halt einen relativ großen Haufen vor und dann kann man dann doch relativ zügig sehen. Wenn es mit mal schwerer geht, so ungewöhnlich schwer, kann man gucken, ah, ist klar, klemmt sich fest, muss ich einmal fix aussteigen. Ansonsten natürlich fürs Triptil braucht man unbedingt Kamera. Da muss man wirklich hinten sehen, was da los ist. Gerade beim Anheben und Ausheben guckt man beim Striptil nochmal hinten, ob wirklich die Räder das zusätzliche Fahrwerk mit runtergehen. Ansonsten sind die Lasten enorm für das Hubwerk von einem Güllefass. Und die Gefahr von negativen Stützlasten ist natürlich auch umso mehr da. Gerade wenn wir Schar aus dem Boden holen. Negative Stützlast heißt ja im Prinzip, wir haben ja hier ein Kugelkopfsystem, worauf das ganze Fass lastet. Das heißt, wir haben hier am Trecker eine Kugel und wir haben so eine Pfanne, die liegt da drauf permanent. Und alles ist im Prinzip so konstruiert, dass wir immer Gewicht hier auf dieser Kugel haben. Wir haben nie negative Stützlast. Das heißt, hier oben die Halterung ist relativ klein und schmal. Ja, die soll das bloß im höchsten Falle mal beim Stukeln festhalten, wenn es doch mal dazu kommt. Aber im Grunde genommen beim richtig eingestellten System müsste es ohne Halterung funktionieren. Bei den negativen Stützlast ist es so, wenn wir hinten so viel Last haben, dann haben wir wirklich richtig Kräfte, die den Kugelkopf nach oben heben. Und dafür ist das ganze System nicht gedacht. Ja, das ist nicht so gedacht, dass das System obendrauf, diese kleine Halterung, wirklich eine Tonne negative Stützlast wegbekommt. Da vorne kommt schon Svenny angefahren. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen vernünftigen Übergang hier. Wir haben jetzt noch 3,7 Kubik. Da drinnen, da oben sehe ich das. Da zählt er die Kubikmenge runter. Und hier habe ich nochmal einen kleinen digitalen Anzeigebalken. Ansonsten habe ich da draußen natürlich auch nochmal den Zeiger da, der da wackelt. Also ich habe hier mehrere Möglichkeiten zu gucken, wie viel noch im Fass drin ist. Jetzt Wochenende ein bisschen warm, zwei Tage mit 17 Grad und das ist beeindruckend, wie die Bestände mit einmal aussehen. Ja, die sahen vor einer Woche noch komplett anders aus, jetzt mit mal deutlich anders gefärbt, nehmen Stickstoff auf jetzt, ne, nehmen Schwefel auf, man sieht das an der Blattfärbung. Wahnsinn! Das macht ja noch Spaß, wir haben nach wie vor Märzwetter, wir haben heute den 21. März, kühle Witterung, nasse Witterung. Und das macht auch einfach Spaß. Letztes Jahr um diese Zeit hatten wir schon Trockenheit. Wir haben Mengen mit der Schlitze ausgebracht. Und es war so trocken, dass sie einfach nicht mehr in den Boden kamen. Die sind nicht mehr richtig umgesetzt worden. Und das macht natürlich auch einen großen Unterschied. Hier, dieses Jahr haben wir die Gerste ausgebracht. Meistens bei kühlen, feuchten Bedingungen. Und dann sind die auch vernünftig aufgenommen und man sieht es den Pflanzen wirklich an. Das, was wir auch letzte Woche schon gefahren haben, ist jetzt schon in den Pflanzen angekommen. So, hier müsste eine Fahrgasse sein. Ne, hier ist keine Fahrgasse. Ich wollte jetzt hier über die Fahrgasse hochfahren. Ach Quatsch, es kann gar keine Fahrgasse sein, Leute, weil das schräg gelegt ist zur Fahrgasse. Wir fahren ja aktuell in die Fahrgassenrichtung. So, wenn es nachher ein bisschen trockener ist, ja, dann dürfen die Zubringer auch mit aufs Feld kommen und dürfen mir auch entgegenkommen. Dann ist das gar kein Problem. Das machen wir im Striptil häufig und dann schafft man auch noch mal richtig mehr Mengen am Tag. Das sind schon 10-20% mehr Leistung, die man dann mit dem Ausbringer hat. Ja, wir haben jetzt einfach dieses Fahren nicht. Aber jetzt bei diesen feuchten Bedingungen möchte ich die Jungs nicht unbedingt auf dem Acker haben.
Und ich wollte jetzt vor der Zwischenfrucht auch einfach nur noch flach lockern, 12, 15 cm. Und einen Striptil machen wir schon 25 bis 30. Ist dann auch nochmal ein Unterschied. Aber nach wie vor sind feuchte Bedingungen und deswegen wollte ich nicht unbedingt gerne, dass sie auf den Acker kommen. Man sieht auch aktuell noch keine Fahrgassen mehr. Das heißt, öfter sehen wir zum Beispiel, wenn wir auf die Zwischenfrucht fahren, nach Getreide, dann sehen wir noch unsere Fahrgasse vom letzten Jahr. Das ist dann gar kein Problem. Dann können die Jungs mit den Zubringern da hochrollen. Sie können natürlich, sie haben die Fahrgassen auch aufs GPS, aber sie haben natürlich kein RTK. Das heißt, wenn sie diese Fahrgassen anfahren, Svenny mag vielleicht noch der genaueste sein mit SF1. Das heißt, er hat ungefähr 50 cm rechts oder links Drift daneben. Und der Fendt Egnos, der kann schon 1,50 Meter, 2 Meter abweichen von der richtigen Fahrgasse. Wir fahren hier mit RTK. Das heißt, wir haben hier jedes Jahr exakt dieselben Spuren auf einen Zentimeter genau. Ja, einstecken, Taste drücken, einmal nach oben, dann fängt der Auto automatisch an zu pumpen. Hier mache ich die Vakuumpumpe an. Wir ziehen jetzt aktuell mit Vakuum und mit Beschleuniger. So, weiter geht's, Leute. Wir haben gepumpt, das heißt, das Fass hält automatisch an zu befüllen. Wenn der Füllstand erreicht ist, wir hatten einen genauen Sensor, das heißt, ich kann eben auch sagen, mach mal nur halb voll das Fass. Ja, wenn wir zum Beispiel im Moorgrünland fahren und ich möchte nur mit Hälfte befüllen, ist das auch ohne Probleme möglich. Dann hebe ich nur ab und lege hinten drauf, also der Arm hat aber keine Coming-Home-Funktion, das heißt, ich muss den wirklich manuell nach hinten ablegen. Ich habe nämlich heute mein Streaming-Handy vergessen und ich habe für Streaming immer ein eigenes Handy dabei, um den Chat zu lesen, und habe halt mein ganz normales Handy, um zu telefonieren. Macht sich deutlich besser, weil öfter telefoniert man und geht man damit rum und raus, und über Streaming-Handy mache ich dann auch noch Musik, beziehungsweise lasse Musik laufen. Macht sich deutlich besser. Ich habe natürlich auch die Option, dadurch, dass ich die Schlitze ja letztes Jahr verbaut habe, habe ich jetzt ein Proportionalventil. Das heißt, ich habe jetzt die Option, die Scheibenecke zu entlasten oder zu belasten. Das heißt, ich kann hier tatsächlich die Funktion nehmen, und womit ich auch den Druck der Schlitze eingestellt habe, und kann auch den Druck der Scheibenecke einstellen. Das heißt, würde die mal zu tief absacken oder ja, zu schwer laufen, kann ich einfach die Möglichkeit, die etwas zu entlasten, und damit sie so ein bisschen leichter läuft, das ist eine Variante. Oder wenn der Boden natürlich ein bisschen härter wäre, kann ich noch ein ganz bisschen mit drauf drücken. Natürlich nicht so krass brachial, aber die Möglichkeit besteht. Jetzt läuft sie ja ganz normal hinten auf der Rohrstabwalze, das heißt, sie fährt in Schwimmstellung runter, und nur hinten die Rohrstabwalze sorgt dafür, dass es über den Boden gleitet. Und das bestimmt letztendlich auch die Höhe und die Tiefe. Das Ganze ist parallel eingestellt. Man kann es natürlich auch noch im Winkel noch ein bisschen verändern. Dann würden die ersten Scheiben ein bisschen aggressiver laufen, die zweiten ein bisschen flacher. Aber in der Regel macht man es parallel. Und dann wird man hinten die Tiefe über die Rohrstabwalzen einstellen. Bedenkt mit dem 8400, ist klar, der hat natürlich mehr PS als dieser hier, aber einfach zum Vergleich: mit dem 8400 bin ich im ersten Jahr 14 km/h hier gefahren, bei 40 Kubik Ausbringmenge
gleiche Geschwindigkeit hoch sowie runter. Ja, also da sind wirklich brachiale Unterschiede zwischen den einzelnen Leistungsstufen bei den Schleppern. So, da vorne steht Lisa. Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier. Kurzes, knappes, knackiges Video. Das nächste gibt es dann von mir vom Striptillen. Es wird noch kommen Dünger streuen. Es wird noch kommen Spritzen. Und ja, all das, was wir im Frühjahr jetzt noch haben werden, Mais legen, nehme ich euch komplett mit, die ganze Zeit. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, was würdet ihr noch gerne sehen? Was soll ich euch ein bisschen mehr erklären, wenn ich fahre? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.